geehrtes Publikum, geschätzte Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitschüler und Mitschülerinnen. Freiheit hat viele unterschiedliche Bedeutungen. Allein in Österreich leben fast 9 Millionen Menschen. Das heißt, 9 Millionen Persönlichkeiten, 9 Millionen Vorstellungen und 9 Millionen Perspektiven. Geprägt durch Vergangenheit, Zukunft und auch Gegenwart hat zu jeder einzelne von uns seine eigene Vorstellung. Für manche wird es durch den Glauben geprägt, für manche mit einer Entscheidungsmöglichkeit. Für andere ist es etwas komplett Selbstverständliches oder sogar Lebensnotwendiges. Und einige wiederum streiten es ganz ab. Sie sagen, dass Freiheit nur ein Wunschdenken ist, um der Realität nicht in Auge zu setzen. Mein Name lautet Johanna Babati und ich möchte euch heute auf das Thema Freiheit aufmerksam machen. Ich bin 16 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem Kosovo. Meine Muttersprache ist Albanisch. Zurzeit besuche ich die zweite Handelsschule in Oberpullendorf. Für mich war und ist Freiheit nichts Selbstverständliches. Was bedeutet nun Freiheit? Was bedeutet Freiheit für euch? Und was bedeutet Freiheit für mich? Freiheit beschreibt die Möglichkeit und Fähigkeit eines Menschen, eigene Entscheidungen ohne Druck und ohne Zwang durch andere Personen treffen zu können. Es wird zwischen negativer und positiver Freiheit entschieden. Die negative Freiheit, die Freiheit von etwas, beschreibt einen Zustand, in dem keine von der Regierung, der Gesellschaft oder anderen Menschen Zwänge ein Verhalten erschweren oder verhindern können. Zum Beispiel die Meinungsfreiheit oder die Religionsfreiheit. Die positive Freiheit, die Freiheit zu etwas, geht einen Schritt weiter. Sie meint, dass der freie Wille nur geäußert, sondern auch umgesetzt werden kann. Das heißt, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung besteht. Lasst euch dies durch den Kopf gehen. Freiheit beschreibt die Möglichkeit und Fähigkeit eines Menschen, eigene Entscheidungen ohne Druck und ohne Zwang entscheiden zu können. Seid ihr nach dieser Definition frei? Was passiert, wenn man einige der durchaus bekannten Blickwinkel einmal gegenüberstellt, sie vergleicht, kritisiert oder widerlegt? Wie frei sind wir denn nun eigentlich? Ob Wissenschaftler, Theologe oder Philosoph oder Personen des Alltags, für jeden ist Freiheit etwas anderes. Freiheit auf Albanisch übersetzt bedeutet Liri. Freiheit heißt, keine Angst haben zu müssen, zu wissen, dass es mir gut geht und meiner Familie hier in meiner zweiten Heimat in Österreich. Obwohl es anfangs sicherlich nicht leicht war für meine Eltern, hier ein Leben aufzubauen, haben sie doch das Risiko eingenommen, um uns Kindern Freiheit zu lernen. Freiheit klingt so einfach und ist doch so kompliziert, findet ihr nicht auch? Manchmal nehmen wir die Freiheit gar nicht wahr, weil wir vergessen die Kämpfe, die andere für uns ein besseres Leben geleistet haben. Ich denke, viele Menschen von euch sehen die Freiheit als selbstverständlich. Insbesondere jene, die nie dafür in irgendeiner Weise dafür kämpfen mussten. Freiheit wird auch oft mit den Gedanken in Heimat in Verbindung gesetzt. Jedes Jahr fahren meine Familie und ich in die Heimat Kosovo. Obwohl ich sagen muss, ich fühle mich auch dort nicht wohl, weil ich auch dort als Ausländer abgestempelt werde, weil man das ganze Jahr dort nicht überlang lebt. Und obwohl man hier in Österreich sein Leben lebt, wird einem genau dasselbe gesagt. Auch hier bin ich Ausländer und nicht frei. Schon komisch irgendwie. Ich denke, viele in meiner Situation werden nie diese innere Ruhe finden können, weil man uns die Freiheit nahm, in seinem eigenen Land aufzuwachsen. Ich bin hier in Österreich geboren,
aber ich kenne die Geschichte meiner Heimat sehr gut. Mein Vater war 23 Jahre alt, als er Kosovo verließ und nach Österreich kam und meine Mutter nach 3 Jahren nachholte. Sie wollten endlich frei sein. Sie wollten uns Kinder lernen, was Freiheit bedeutet. In Österreich zum Beispiel hat man viele Freiheiten. Man darf diese Partei auswählen, die dich weiterbildet. Man kann hingehen, wo man will. Man kann, sich einfach weiterbilden. Man darf seine eigene Meinung äußern. Und man darf den Glauben leben, den man für richtig hält. In meiner Heimat, in Kosovo, war es früher nicht so. Da wurdest du unterdrückt, da durftest du nicht deine eigene Meinung äußern und musstest streng gläubig sein. Das komplette Gegenteil von Österreich. Die Menschen waren dort nicht frei. Viele Menschen haben nicht das große Glück, so ein unbeschwertes Leben zu dürfen wie ich. Heute wohne ich in Uital, in einer sehr schönen Ortschaft im mittleren Burgenland und das schon seit 16 Jahren. Hier fühle ich mich wohl. Hier habe ich diese Menschen um mich herum, die ich mag, und meine Familie. Ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu leben, zu sein, denn nur hier habe ich alle Freiheiten der Welt. Ich bin dankbar für die Freiheit, die mir gegeben wurde, und ich bin dankbar für die Freiheit, die ich mir selber kreiert habe. Die Freiheit zu sein, wer ich bin und wer ich möchte. Ich wünsche mir von euch allen, dass ihr jeden so akzeptiert und dass ihr einfach eure Freiheit lebt und vielleicht auch andere dazu hilft, seine Freiheit zu finden. Egal jetzt, wo er kommt, welchen Glauben er hat oder welche Meinung er vertritt. Denn man weiß nie, wie viel er für seine Freiheit gekämpft hat. Denn schon wie Nelson Mandela sagte, frei zu sein bedeutet nicht, zu seinen eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Danke für eure Aufmerksamkeit und vergiss bitte nie, Freiheit ist das größte Gut des Menschen. Vielen Dank, Iona. Ich habe in der Abfolge einen Fehler gemacht. Du wärst eigentlich erst die dritte gewesen. Ich hoffe, das hat dich nicht zu sehr aus dem Konzept gebracht. Sehr gut. Iona, Freiheit hast du offensichtlich durch deine Familie in einer ganz anderen Art und Weise vermittelt oder gelebt bekommen als die meisten von hier uns in diesem Saal. Würdest du auch jederzeit bereit sein, sozusagen für die Freiheit wieder wegzuziehen oder deine Sachen zu packen und einfach in einen anderen Staat, in ein anderes Land zu gehen, wenn es notwendig wäre? Also ich glaube, wenn es notwendig wäre, würde ich es schon verlassen. Aber ich bin halt einfach, ich respektiere, dass meine Eltern mir die Freiheit gegeben haben. Und ich würde es jetzt einfach nicht so wegschmeißen, weil es war eine sehr große Aufwendung für sie. Und ich bin einfach froh, dass ich hier in Österreich lebe und ich würde jetzt auch nicht woanders leben können, was ich schon gesagt habe. Und deshalb würde ich jetzt auch einfach nicht so ohne Grund irgendwo wegziehen, weil sie einfach für die Freiheit so viel gekämpft haben. Vielen Dank für den Einblick in deine private Geschichte. Dankeschön. Dankeschön. Großen Applaus für die Iona, bitte, die hier ganz stolz ihre Auszeichnung in die Kamera hält. Vielen, vielen herzlichen Dank und Gratulation.